Liebe Fürstenwalderinnen und Fürstenwalder, seit Mittwoch gelten nun überall die Regeln des erneuten harten Lockdowns. Und das meiste davon kennen wir zwar schon aus dem Frühjahr, aber einiges ist eben doch anders und neu. Und darüber, was es jetzt für uns in Fürstenwalde bedeutet, möchte ich jetzt kurz informieren. Auch wir sind dieses Mal weitaus stärker betroffen als noch im Frühjahr. Ihr wisst es inzwischen alle, April, Mai hatten wir so um die 40 aktive Fälle im Landkreis. Und Fürstenwalde ist immer unter der 10er-Marke ungefähr geblieben. Und derzeit liegen wir bei rund 120 bis 130 positiv Getesteten allein in Fürstenwalde, von denen wir wissen. Und nahezu jeder kennt mittlerweile jemanden, der positiv getestet wurde. Und es gilt nun mit Vernunft und Pragmatismus, diese Zahlen doch irgendwie abzusenken. Am Ende, um die zu schützen, für die eine Erkrankung wirklich bedrohlich ist. Denn auch von denen kennt nahezu jeder eine oder einen, der es uns wert sein sollte, kürzer zu treten. Ich spreche also jeden Einzelnen und jede Einzelne von euch an, wenn ich sage, ihr wisst eigentlich, was zu tun ist. Ihr wisst, worum es geht. Ihr wisst, was ihr tun könnt. Also tut es einfach. Und es ist jetzt unsere Verantwortung, die Aufgabe wirklich ernst zu nehmen. Wir dürfen es nicht zum Sport machen, Schlupflöcher in den Verordnungen zu finden, den Douglas zu machen, beispielsweise. Vor allen Dingen sollten wir aufhören, Schlupflöcher zu suchen, um eben das Bestmögliche für uns herauszuschlagen. Wir müssen dem Grundgedanken folgen, der eben hinter all diesen Einschränkungen steht. Und hier ist jeder Einzelne in der Pflicht, das umzusetzen und das zurückzunehmen. Und es ist relativ einfach. Lasst vermeidbare Kontakte weg. Und diesen Grundgedanken verpflichtet haben wir eben auch in der Verwaltung auf eine reine Notfallbetreuung, Notfallbearbeitung umgestellt. Auch hier geht es nicht darum zu sagen, ja, aber meine Bescheinigung kann doch noch schnell und ach, ich warte doch schon so lange und ach, das ist auch nur eine Kleinigkeit. Das ist eben dann doch ein Problem, wenn es dann ganz viele tun und wo fangen wir an, wo hören wir auf. Wir können da einfach keine Ausnahme machen und deswegen gibt es hier klare Linie. Reine Notfallbearbeitung nach außen und die Fachämter müssen entscheiden, was warten kann und was nicht. Und das tun sie eben einzig allein auf Grundlage der Rechtsvorschriften und der Regeln, die wir jetzt umsetzen wollen zwischen diesen Tagen. Bitte da an der Stelle um Verständnis. Und eben auch Termine für Trauungen werden vorläufig bis zum 10. Januar nicht neu vereinbart. Was wir jetzt noch an Termin haben und was nicht warten kann, was wirklich dringlich ist, wird auch abgearbeitet. Da könnt ihr euch sicher sein. Die Schulen gehen nach den Ferien alle wieder in den Distanzunterricht, bis auf grob zusammengefasst Abschlussklassen und einige der Förderschulen. Und derzeit heißt es in der Verordnung, dass für Kinder der Klassenstufen 1 bis 4 eine Notbetreuung in den Schulen und Horten eingerichtet wird. Diese kann dann in Anspruch genommen werden, wenn entweder das Kindeswohl gefährdet ist oder wenn die Eltern in Berufen der sogenannten kritischen Infrastruktur arbeiten. Ihr kennt das, das ist auch so, wie wir es im Frühjahr schon hatten. Und sobald wir sicher wissen, welche Berufe hierzu zählen, werden wir die Anträge auf unserer Homepage stellen, so wie zuvor auch. Und wenn es soweit ist, geben wir hierzu auch eine Info raus. Die schnelle Bearbeitung ist auch in den Ferien abgesichert. Dafür haben wir gesorgt. Die Kolleginnen und Kollegen sind jedenfalls bereit, dass ihr schnellstmöglich Sicherheit habt, wie es für euch im Januar zumindest in dem Punkt weitergeht. Die Kinderkrippen und Kindergärten sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht von pandemiebedingten Schließungen betroffen. Ihr könntet eure Kinder also planen, wie sie in die Einrichtungen schicken. Klar, berücksichtigen bitte, dass die Einrichtungen natürlich individuelle Schließzeiten haben. Die sind aber allen bekannt, die sind ja mit den entsprechenden Kita-Ausschüssen und so schon beschlossen worden. Es kann aber eben, so wie derzeit in der Kita Kunterbund, zu Einschränkungen bei den Betreuungen in Randzeiten kommen. Die Einrichtungen haben in diesem Jahr oft eben quarantänebedingt mit weit mehr Ausfällen zu kämpfen. Manchmal müssen wir eben ganze Einrichtungen schließen und geht schlichtes Personal aus. Und wir können dann nicht mehr sicherstellen, dass die Kinder, die zu uns gebracht werden, eben dann auch ordentlich betreut werden. Es wäre schlimmer, wenn wir ganze Einrichtungen noch umfangreicher schließen müssten, denn dann sind eben noch mehr Eltern betroffen und das eben auch rund um die Uhr, nicht nur an den Randzeiten. Auch hier bitte ich einfach um Verständnis. Ich weiß, mit welchen Problemen die Eltern bei solchen Einschränkungen zu kämpfen haben, aber wir haben eben auch noch weitergehende Verpflichtungen
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber, aber natürlich auch dafür, dass die Kinder auch ordnungsgemäß betreut werden. Neu im jetzigen Lockdown sind die Ausgangssperren in der Nacht, etwas großzügiger an Heiligabend und Silvester, aber sonst gilt zwischen 22 und 5 Uhr, darf wirklich nur unterwegs sein, wer unbedingt muss. Also, ihr könnt zur Arbeit, zu medizinischen Behandlungen und mit eurem Hund Gassi, aber eben nicht joggen gehen, jedenfalls nicht nachts. Tagsüber könnt ihr genau das und ihr könnt euch auch mit einem weiteren Haushalt treffen. Ihr könnt Sport machen, spazieren gehen und Kinder bis einschließlich 14 Jahren dürfen weiterhin auch in Begleitung auf die Spielplätze. Aber achtet eben drauf, Abstände einhalten zu allen, die nicht in eurem Haushalt leben und einfach die Hygieneregeln einhalten. Es ist eine anstrengende Zeit, das wissen wir, das weiß auch ich, besonders. Eine, die starke Nerven erfordert, aber wir haben es eben ein Stück auch weit selbst in der Hand, wie lange das Ganze gehen muss. Und je konsequenter jeder Einzelne ist, desto schneller kommen wir hier im wahrsten Sinne des Wortes eben auch wieder raus. Also ganz klar, wenn ihr Kontakte außerhalb eures Haushalts habt, dann beschränkt sie auf so wenig Leute wie möglich und immer nur einen Haushalt zeitgleich. Am Ende glaube ich, es kann nicht zu viel verlangt sein, soziale Kontakte einzuschränken, jedenfalls die physischen. Haltet Kontakt über all die Möglichkeiten, die es sonst gibt, über Messenger, über Telefonate, macht Videokonferenzen, was auch immer. Oder redet mit euren Nachbarn über den Gartenzaun. Ihr müsst dafür nicht dicht aneinander krauchen. Es gilt eben hier, vielen Menschen eine schwere Krankheit zu ersparen. Jedenfalls so erstmal soweit ein kurzer Abriss zu den drängendsten Fragen, die mich bislang erreicht haben. Für alle, die jetzt auch ganz, ganz viele Fragen haben zu Silvester und wie ist das mit dem Feuerwerk und. Dafür wird es nochmal eine extra Information geben, auch auf unserer Homepage. Bitte einfach da auf die sozialen Kanäle, die wir haben, im Blick behalten, Instagram, Facebook, um einfach zu sehen, was hier vor Ort gilt. Weder ich noch irgendjemand anders hier weiß schon jetzt, was sich bis dahin vielleicht noch ändern wird oder was andere letztendlich an neuen Regeln noch erlassen. Sicher ist, wir werden euch informieren, auch zwischen den Feiertagen. Schaut euch die verlinkten Seiten in Ruhe an und haltet euch an die Eindämmungsverordnung. Und im Augenblick ist es einfach das Richtige. Und ich glaube, es ist auch gut jetzt über die Feiertage. Und in den allermeisten Fällen weiß ich, es ist nicht schön, aber es ist auch machbar. Und wir als Verwaltung jedenfalls tun, was wir können. Nach außen im Notprogramm und hinter den Kulissen arbeiten wir natürlich weiter, möglichst kontaktlos, um alles für die kommenden Wochen bestmöglich vorzubereiten und dass wir auch im kommenden Jahr dann entsprechend starten können und wieder alles reibungslos läuft, so reibungslos, wie es auch nur geht. Und eins noch am Ende, wenn ihr die lokalen Händler in Fürstenwalde, die Dienstleister, Restaurants und Freizeiteinrichtungen unterstützen wollt und sie da vielleicht ein bisschen unterstützen wollt, durch diese schwierige Zeit zu kommen, dann kauft doch online bei ihnen, nicht bei den einschlägigen großen Online-Warenhäusern. Bestellt euch Essen bei euren Lieblingsrestaurants oder ganz einfach ruft im Tourismusbüro an und kauft dort noch ganz kontaktarm den City-Gutschein, den Fürstenwalde-Gutschein, den ihr bei mittlerweile 46 teilnehmenden Händlerinnen, Einzelhändlern und auch Einrichtungen in Fürstenwalde einlösen könnt. Ich glaube, das ist mit Sicherheit ein sehr, sehr gutes Geschenk, nicht nur für Fürstenwalderinnen und Fürstenwalder, weil wir freuen uns auch immer auf viele Gäste. Kommt jedenfalls gut durch die Zeit, unterstützt euch, soweit es geht, und bleibt oder werdet gesund. Alles Gute.